Hey ihr Lieben, ja, ich befinde mich ja gerade im Urlaub in der Pampa und das ist auch ein Grund, warum ich zurzeit nicht poste. Ich bin hier, weil ich einfach mal wieder Ruhe brauche, Kraft tanken muss und mir im Allgemeinen mal klar werden muss, was gerade alles so passiert und passiert ist. Ja, um mich herum nur Wald und See, also das Ganze, ich bin auf so einem Campingplatz in einem Bungalow. Ich wollte zwar in die Pampa so abschalten und alles, aber dass ich so sehr in die Pampa komme, das wusste ich auch nicht. Also hier, das ist der Bungalow. Ja. Ist ein total uraltes Ding. Da ist schon ein bisschen. Da hinten geht dann. Kann euch das ja. Ich kann euch ja mal ein bisschen rumführen. Da gibt es noch ein Bungalow. Da wohnen Rentner. Oder sind gerade Rentner. Da die Straße lang. Da geht es dann zu den Campingwegen und alles. Und ja, ich finde mich jetzt hier und mache Urlaub. Genau. Ich zeige euch einfach mal, was ich die Tage noch so machen werde und schon gemacht habe. Und ja, lasst euch doch einfach mal überraschen. Viel Spaß. Now.
Ja, ich wollte mich mal aus meinem Pampa-Urlaub melden, wie ihr seht. Um mich herum Wald und das Schöne ist, wenn ich mich drehe, habe ich um mich einen See. Ja, da ich einfach mal die Umgebung sehen wollte, dachte ich mir, okay, ich schnapp mir ein Fahrrad und fahre um den See. Was ich nicht wusste, dass es 21 Kilometer sind, aber ja, jetzt bin ich schon dabei. Das ist mein Weggefährte für heute, mein Fahrrad. Hier. Sehr schön. Da muss ich lang. Von da komme ich. Die Sonne scheint. Ja. Das ist der See. Ich kann ja mal ein bisschen weiter vorlaufen, damit ihr seht, wie groß der See ist. Also, ich komme von da hinten, bin ich irgendwo losgefahren und muss jetzt noch bis nach da ganz hinten und da hinten rum. Ja. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich werde jetzt auch mal hier den Pulli ausziehen. Vorhin, als ich losgefahren bin, war noch nicht so das super Wetter und so warm. Aber das mache ich jetzt einfach mal. Bis später. Ciao. So, hey ihr Lieben, ja, da bin ich noch mal. Ich bin immer noch unterwegs, aber ich habe jetzt so circa 10 Kilometer geschafft. Mir geht es noch gut. Ja, jetzt mal schauen. Also ich bin gerade schon am Segelverein vorbeigekommen, am Surfcamp. Also hier gibt es doch relativ viel, was man machen kann. Werde ich auch mal sehen, was ich die Tage irgendwie noch hier mache. Ja. Irgendwo muss es auch so einen Aussichtspunkt gehen, wo man Vögel sieht. Nee, keine Ahnung, so ein Seeadler oder so soll hier sein. Da bin ich noch auf der Suche, um den zu finden. Oh je, wird's hier jetzt matschig. Ab durch den Matsch. Genau, ja. Mal sehen, ob ich noch einen zu Gesicht bekomme. Ja, dann würde ich sagen mal, bis später, bis ich den Seeadler gefunden habe. Ciao!